Der Blick Live Talk vom Genfer Automobilsalon wird präsentiert von SEAT. Ich freue mich, dass Sie wieder reinschauen hier bei uns im Blick Talk am Autosalon Genf. Er ist CEO von Panolin, auch schon letztes Jahr dabei gewesen, und ich freue mich, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen, Silvan Lemle. Hallo Tamara, freut mich. Danke für die Einladung. Ich habe dir gerade am Anfang etwas mitgebracht. Ist etwas Spezielles. Das sieht aus wie eine Anti-Aging-Cream, die man brauchen nach zwei Wochen Autosalon. Ja, das könnte man brauchen. Aber es ist ein Spray. Es ist etwas ganz Spezielles. Es ist ein Haushaltsspray, das man daheim kann brauchen kann, zum Schmieren, zum Quietschen beseitigen. Einfach für bewegliche Teile zum Einschmieren. Es ist ungiftig und biologisch abbaubar. Also auch etwas für eine Hausfrau wie mich. Genau. Super. Genau. Und was bedeutet denn die Blume genau? Die Blume, das ist eigentlich Bio-Blume, die wir so seit längerem im Einsatz haben für andere umweltschonende Schmierstoffe. Ja. Und sie vereint eigentlich Natur und Technik in einem. Darum der Zylinder, der Hydraulikzylinder mit der Blume oben drauf. Okay. Und CL60 bedeutet Lichtschutzfaktor 60, oder? CL60, das sind, mal die Kamera, das sind die Initialen von meinem Vater, CL60, Christian Lemle. Okay. Wir haben den Spray für ihn auf den 60. Okay. Geburtstag kreiert und haben hinter seinem Rücken das Projekt gestartet und haben es dann der ganzen Belegschaft präsentiert und haben nichts gewusst davon. Er ist völlig überrascht worden, weil das schon immer sein grosser Traum war. Ein Haushaltsspray für jeden Mann und jede Frau. Super Werbespot. Ja. Jetzt aber für Zuschauer, die natürlich noch nicht wissen, was genau Panolin macht, was macht eure Firma? Wir sind ein Schweizer KMU-Familienbetrieb und wir stellen unter anderem Schmierstoff her. Im Bereich Motorenöl, natürlich jetzt sehr prominent und wichtig hier am Automobilsalon. Motorenöl für sämtliche Automobile, die jetzt auch hier im Salon stehen. Was macht denn eigentlich das Öl für den Umweltschutz? Ja, das Öl wird in Zukunft noch eine deutlich wichtigere Rolle spielen. Wir haben die Auflage, oder die Automobilindustrie hat die Auflage in 7 Jahren, 95 Gramm CO2 ausstoßen pro Kilometer. Und das heisst, wir müssen den Treibstoffverbrauch senken. Und das Öl wird da wesentlich dazu beitragen, den Treibstoffverbrauch zu senken in Zukunft. Und für das wird es neue Technologien brauchen. Und da sind wir auch intensiv schon am Arbeiten und am Forschen und zeigen es auch am Salon jetzt bei unserem Stand. Apropos Salon, wie ist jetzt das Feedback vom Publikum dieses Jahr? Ich würde sagen, sehr gut. Also, der Salon ist sehr schön dieses Jahr. Für mich einer der schönsten, würde ich sagen. Wir hatten sehr gute Pressetage mit vielen Neuheiten, Europa, Weltpremiere. Also, es war wirklich super. Schön. Genial. Danke vielmals fürs Vorbeikommen. Unser Tag ist schon zu Ende, das geht schnell. Aber noch zwei kurze Fragen. Ja. Meine schönste Autofahrt? War auf Südfrankreich in einem Cabriolet mit 3 Kollegen, wo wir hier in der Ferien sind. Und meine schlimmste? Die schlimmste war von Genf wieder heim auf Zürich vom Autosalon mit Stau und Wahnsinn. Schnee und Chaos pur. Ja. Und jetzt gehe ich heim und dann mache ich? Zuerst einmal nichts, gehe duschen und morgen einfach einmal entspannen und einfach mal nichts machen. Geil, noch 2 Wochen Salon. Schön, dass genau. du reinkommen bist, Silvan. Danke auch, Tamara. Gute Zeit noch, dir auch. Bis Sonntag. Und merci. Ihnen danke vielmals fürs Einklicken. Schauen Sie wieder rein beim nächsten Tag. Bis dann.